Willkommen, bienvenue, welcome. Fremder, étranger, stranger. Willkommen, bienvenue, welcome, meine Damen und Herren, zur heutigen Vorstellung des Musicals Cabaret. Das Staatstheater am Gärtnerplatz begrüßt Sie in der Reithalle, wo wir in dieser Spielzeit bereits zum zweiten Mal zu Gast sind. Folgen Sie uns auf einen kleinen Exkurs in die Entstehungsgeschichte des berühmten Musicals und zu den Hintergründen der Inszenierung von Werner Sobotka. Meine Damen und Herren, Mesdames et Messieurs, Ladies and Gentlemen, guten Abend, bonsoir, good evening. Die Wurzeln von Cabaret reichen zurück bis ins Berlin der sogenannten goldenen 20er Jahre. 1929 reiste der junge britische Schriftsteller Christopher Isherwood in die deutsche Hauptstadt. Isherwood hatte ursprünglich nur einen kurzen Besuch bei einem Freund geplant, war von der Stadt aber so fasziniert, dass er blieb, bis zur Machtergreifung Adolf Hitlers im Jahr 1933. Das Berlin, das Christopher Isherwood erlebte, war eine Stadt der Gegensätze und Extreme. Tagsüber rollte der Verkehr über die Prachtallee unter den Linden und es herrschte hektische Betriebsamkeit auf den Straßen. Abends zogen die größten Revue-Paläste Europas Tausende von Schaulustigen an. Mit der Zensur waren auch die sexuellen Tabus gefallen und so gab es nichts, was es nicht gab. Berlin in den 20er Jahren war natürlich der Sündenpfuhl schlechthin. Also man glaubt immer, New York oder London war so arg, aber wirklich besonders arg muss es in Berlin gewesen sein. Ich habe damals nicht gelebt, aber prinzipiell, was man so hört, muss da die wirklich ärgste Zeit gewesen sein, der Partys, der eben die ganzen Nackttänzerinnen, die es gegeben hat, die ganzen Varietés und Clubs, wo man Sex ohne Ende kaufen konnte, wo man Drogen ohne Ende, gerade Kokain war damals ein unglaubliches Thema und so weiter. Also wir haben in Wien den Liveball und wir glauben immer beim Liveball, jetzt geht es so wahnsinnig zu. Ich glaube, dass es in Berlin der 30er Jahre noch viel ärger zugegangen ist als beim Liveball. Isherwood mietete sich in einer Pension in der Nähe des Nollendorfplatzes in Berlin-Schöneberg ein. Hier begegnete er den Figuren, die später einmal seinen autobiografischen Roman Goodbye to Berlin bevölkern sollten, darunter die Nachtclubsängerin Jean Ross, welcher Isherwood in der Figur der Sally Bowles ein Denkmal setzte. Wie erlebte nun der schüchterne Schriftsteller seinen ersten Besuch in der Hauptstadt der Frivolität und Dekadenz? Fragen wir Dominik Hees, der mit der Rolle des amerikanischen Schriftstellers Cliff Bradshaw in unserer Inszenierung Isherwoods musikalisches Alter Ego spielt. Cliff kommt nach Berlin über den Weg London, Paris und Rom. Das sind die Städte, die er vorher besucht hat. Und er sucht die Freiheit, die er braucht, um seinen Roman zu schreiben. Und diese Freiheit oder das Thema, worüber er schreiben will, das findet er nicht in keiner Stadt, in der er vorher war. Deswegen kommt er nach Berlin und in Berlin ist Halligalli, in Berlin ist Party zu der Zeit und das trifft ihn wie die Faust ins Auge. Also Sally Bowles, die die ganze Atmosphäre verkörpert und er findet das natürlich sehr attraktiv auf der einen Seite, auf der anderen Seite ist er ein sehr introvertierter Mensch und er weiß erst nicht, wie er damit umgehen kann. Und die Wege treffen sich, Ende des ersten Aktes ungefähr, treffen sich die Wege, dass die beiden beschließen, zusammen zu wohnen und Sally wird schwanger und sie haben den Traum, das Kind aufzuziehen. Aber durch die politischen Umstände in Berlin, die Nazis in den Anfang der 30er Jahre, der Cliff, eigentlich immer ein sehr aufmerksamer Mensch, was Politik auch angeht, merkt halt sehr schnell, was da abgeht. Und er hat ja auch diese Beziehung zu Ernst Ludwig. Und er merkt dann irgendwann, dass das nicht geht. Er kann hier nicht leben. Er sieht, wie sein Mitbewohner in dieser Pension, Herr Schulz, behandelt wird als Jude und beschließt, das Land wieder zu verlassen. Willkommen in Berlin, berühmter Schriftsteller. Wie wär's? Komm doch mal rüber. Auch Christopher Isherwood verließ im Februar 1933, beunruhigt von der Zuspitzung der politischen Lage und der antisemitischen Stimmung in der Gesellschaft, schweren Herzens die Stadt. Sein Roman wurde 1939 in London verlegt und 1951 von John von Druten unter dem Titel I Am a Camera dramatisiert. Bobby! Rektor! In der Mitte der 60er Jahre wurde Broadway-Ikone Harold Prince auf den Roman aufmerksam. Prince hatte sich zu dieser Zeit vor allem als Produzent einen Namen gemacht und wollte sich nun auch als Regisseur versuchen. Ihn interessierte besonders die aktuelle politische Brisanz des Themas. Die Politik der Rassentrennung und die damit einhergehende Diskriminierung der afroamerikanischen Bevölkerung der USA zeigten auf beklemmende Weise, dass Rassismus keineswegs ein Problem der Vergangenheit war. Für die Konzeption des Musicals Cabaret nach Isherwoods Roman verpflichtete Prince Mitarbeiter, auf die er sich schon bei früheren Produktionen hatte verlassen können. Gesangstexter Fred Ebb und Komponist John Kander sowie den Textdichter Joe Masteroff. Bei der Erstellung des Textbuches nahm sich Masteroff gegenüber der Vorlage von Isherwood einige Freiheiten heraus. So fügte er beispielsweise den Kit-Kat-Club mit seinem Conférencier der Handlung hinzu. Ich bin euer Conférencier, trifft die Worte Compère. Conférencier ist keine Figur, sondern er stellt die Moral der 20er Jahre dar, der Anfangs 20er Jahre. Und die politische Situation, Mitläufertum, das Sexgefühl, das überbordende, lebensbejahende, quasi lebensbejahende Gefühl, das ist der Conférencier. So I do what I do when I'm through, then I'm through, and I'm. Außerdem rückte Masteroff die Figur der Sally Bowles in den Mittelpunkt des Geschehens. Sally lernt im Kit-Kat-Club Cliff Bradshaw kennen und geht eine Beziehung mit ihm ein. Der bekennende homosexuelle Christopher Isherwood konnte sich mit dieser Wendung der Geschichte nie anfreunden. Also für mich ist die Sally Bowles, also ich mache da klar, ist Gleichzeichen, es ist eine Fassade mit Seele, mit einer sehr großen Seele, einer sehr verletzlichen Seele. Also wir kennen diese Menschen da, wo man wirklich nur einen gewissen Punkt hat, wo man draufdruckt. Das wissen dann gewisse Menschen, die die Person sehr gut kennen, wo die ganze Fassade bricht, bröckelt und das wirklich auf einmal so ein kleiner Mensch ist. Wo man sich so denkt, die ist riesengroß mit ihren Gesten und die ist natürlich auch, also die hat fast ein bisschen was Gruseliges manchmal, also mit ihrem, die schwingt ja die ganze Zeit ihre Stimmungsschwankungen, wie bei einer Schwangeren, also die ist ja so ein bisschen aggressive und sie ist auch noch, sie ist 19 im Original, 19-Jährige, sehr gewirrlige 19-Jährige und ich glaube, dass das auch früher so war, dass man mit 19 eigentlich schon relativ erwachsen war. Und gerade bei ihr ist so, sie arbeitet in diesem Kit-Kat-Club. Ihr Vater ist ein Volltrottel, die Mutter existiert gar nicht. Die hat wahrscheinlich selber vorher in dem Kit-Kat-Club gearbeitet und sie ist jetzt dann für sie eingesprungen sozusagen. Sie hat jetzt nicht wirklich wahre Freunde, weil es gibt ja diesen einen Satz, wo sie zum Cliff sagt, Cliff, du bist mein bester Freund. Und die kannten wie lang? In dem Stück, das sind gerade einmal die erste Viertelstunde oder die ersten 20 Minuten, wo sie das schon zu einem sagt. Eigentlich sehr traurig. John Kander schuf für Cabaret eine Musik, welche sich durch ihre Einprägsamkeit und Vielseitigkeit auszeichnet. In Werner Sobotkas Inszenierung ist die Band lebendiger Teil des Geschehens. Also an der Musik von Cabaret gefällt mir, und das ist eine Besonderheit dieser Musik, dass zwei Amerikaner, im Grunde ja einer, aber die haben ein sehr gutes Team gebildet, Kander und Ebb, sich versucht haben, in die Situation Berlins 1928/29 zu versetzen und eben auch die Musik in diese Zeit zu verlegen. Also sie haben jetzt nicht einfach den Rückspiegel ausgefahren und haben mit modernen Mitteln versucht, das neu zu vertonen, sondern sie haben wirklich auch das geschafft, die deutsche, die mitteleuropäische Musik in der Tradition von Paul Abraham, wenn man so will, zu rekapitulieren und trotzdem natürlich eine eigene Note geschaffen. Die Uraufführung des Musicals am 20. November 1966 im New Yorker Broadhurst Theater wurde ein triumphaler Erfolg. Insbesondere Joel Greys Interpretation des Conférenciers wurde international zum Maßstab für weitere Inszenierungen. Weltweite Popularität erlangte Cabaret 1972 durch die Verfilmung von Regisseur Bob Fosse. Joel Grey übernahm wiederum die Rolle des Conférenciers. Die Rolle der Sally Bowles spielte Liza Minnelli, die damit schlagartig berühmt wurde. Regisseur Werner Sobotka und Choreograf Ramesh Nair präsentieren in ihrer Inszenierung für das Gärtnerplatztheater eine eigene Sicht auf den Musical-Klassiker. Dabei verzichten sie bewusst auf den Glanz und Glamour, der den Kit-Kat-Club in vielen Inszenierungen umgibt. Wir spielen in einem Club, der im Jahr 1930 einfach nichts mehr besitzt. Das ist kein toller, kein schöner, kein Glamour-Club, sondern das ist einer, der aus dem letzten Loch pfeift. Und das versuchen wir auch zu zeigen. Also wir haben eigentlich schon eine Tanz auf dem Vulkan-Stimmung. Wir stehen ganz, ganz knapp vor dem Abgrund und wir haben eine klassische Scheiß-drauf-Mentalität. Den Leuten ist schon alles wurscht. Sie werfen alles über Bord, was es an Prinzipien, an moralischen, an ethischen Prinzipien gibt, sondern die machen einfach, was immer sie wollen und ziehen ihr Ding durch. Aber sie haben kein Geld mehr und das heißt, sie müssen es reduzieren auf wirklich das nackte Überleben und das versuchen wir auch zu zeigen. Unser Bühnenbild ist eigentlich sehr reduziert, das ist ein wahnsinniger technischer Aufwand, aber für den Zuschauer soll dieser technische Aufwand nicht sichtbar sein. Es soll eigentlich ganz ein marginales Bühnenbild sein, wo man mit 5 Sesseln alles erzeugen kann. Wir haben eine große Spiegelwand, wir haben 5 Sessel und wir haben einen Podest, auf dem das Orchester drauf sitzt. Wenn man dann das Ganze sieht, denkt man sich, wow, das ist aber aufwendig, aber in Wirklichkeit versuche ich eigentlich trotzdem auch beim Bühnenbild das Thema Reduktion zu zeigen. Genauso ist es bei den Kostümen, wir haben natürlich wirklich viele Kostüme, aber es soll so aussehen, als würden die nichts mehr zum Fressen haben, als würden sie sich nichts mehr leisten können und dementsprechend wird das alles ganz, ganz, ganz reduziert und es wird auch immer weniger und immer weniger und also es ist wirklich, die Weltwirtschaftskrise spiegelt sich auch sehr in dem Nicht-Geld-Haben dieses Clubs wider. Was erwartet nun den Zuschauer in Werner Sobotkas Inszenierung von Cabaret? Das finde ich bei vielen Kabarett-Inszenierungen nicht richtig. Ich finde nicht richtig, dass man einen Club zeigt, in dem man sich wohlfühlt und wo man glaubt, man ist beim ZDF-Fernsehballett. Das interessiert mich nicht, sondern ich möchte etwas zeigen, wo sich die Leute denken, das war eine arge Zeit, sind wir froh, dass es die nicht mehr gibt. In diesem Sinne bedanken wir vom Staatstheater am Gärtnerplatz uns für Ihre Aufmerksamkeit und wünschen Ihnen einen spannenden und eindrucksvollen Theaterabend.